Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu Madden NFL 24 Ultimate Team, dem Madden Express. Bevor wir uns da heute reinstürzen, haben wir ein Update zu verrichten an unserer Mannschaft. Lineup. Wir haben einen neuen Spieler bekommen, was ich sehr, sehr cool finde, by the way. Powerback, Cordarrelle Patterson. Jo, Derrick Henry, remove from lineup, yes. Cordarrelle Patterson ist somit die Nummer 3, oder Nummer 4 da hinten. Ja, Nummer 3. Bo Jackson die neue Nummer 2, weil die neue Nummer 1 nennt sich Barry Sanders. The Legend himself. Im Vergleich mit Bo Jackson. In allem besser, bis auf Trucking und Break-Tackle. Break-Tackle nur ein schlechter, Trucking ist er deutlich schlechter. Aber Catching 6 mehr, Carrying, Acceleration, Speed. Ah, schon krass, freue ich mich. Muss mal testen, wie Barry Sanders ist, freut mich drauf. Aber müssen wir natürlich davor auch noch was geben. Natürlich Upgrade 1 Item, würde ihn dann auf 91 hochheben. Freight Train, Craft Ability, Equip Ability. Und Reach Void. Hat irgendwas was Kostenloses zufällig? Ich mag so kostenlose Dinger. Nee. Okay, dann bedeutet das für uns Active Superstars, Jefferson Jettas und, wo ist er? Barry Sanders. Defense ändert sich nichts. Special Teams. Da müssen wir kurz schauen, wie schnell Barry Sanders, ob das schneller ist als Bo Jackson. Ja, der überholt auch Kadarius Toney. Der Mann mit der 20. So, Specialists. Powerback bleibt Bo Jackson, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Und Third Down Running Back ist jetzt dementsprechend Bo Jackson vor Cordarrelle Patterson. So. Strategy, Visuals, da ändert sich nichts, das ist super. Nur gut schauen, ob die Lines hier was aktiviert bekommen. Nee. Oh Gott, ich habe die Titans was weggenommen. Okay, ja, ich muss Patterson rausschmeißen. Ich habe den Titans, meinen Titans-Leuten, den Boost weggenommen. Hier, Derrick Henry. Rein mit dir. In den Tire Depth Chart. Genau, so. Und dann kriegen die anderen auch wieder ihren Boost. Tut mir vielleicht direkt leid. Tut mir gleich direkt. Boah, Barry Sanders 82. Okay, so. Muss ich hier irgendwas aktivieren oder ist es wieder deaktiviert? Ich hoffe, er ist noch aktiviert. Nein, ist er nicht mehr, weil wir ihn wieder umgebaut haben. Okay, jetzt ist er wieder aktiviert. Passt. Dann können wir jetzt in die Challenges reinstarten mit fucking Barry Sanders. Nice. Madden Express. So, was haben wir hier noch? Mudmess Bonds. 6 Challenges sind noch offen. Nicht mehr als 20 Yards erlauben. Keine Punkte, kein First Down. Achso, ja. Extra Punkt. Wenn sie keinen First Down schaffen, schaffen sie sowieso keine 4 Punkte und dementsprechend auch keine 20 Yards. Somit wäre das erfüllt. So, jetzt ist natürlich. Jetzt sind wir auf unsere Defense angewiesen. Cordarrelle Patterson, das ist natürlich. Kann viel. Das ist auch mal jemand, der gerne. Boah, hat Heinicke Glück, dass er den gerade noch wegwirft. Irgendjemand war schon ganz nah an ihm dran. Williams. Und Hubbard fliegt und Hubbard trifft ihn. Minus 8. Dritter und 23.
Oh, ist geblockt. 4. und 23, was macht er? Pan. Perfektion. So. Score a field goal in 6 plays. Pass for 40 plus yards in 3. Make a 30 plus yard field goal this drive. Die 25 ist das Ziel, würde ich sagen. Aber jetzt muss ich erstmal für 40 Yards in 3 Spielzügen passen. Kommen wir darauf an, wie viel Bock unser QB hat. Oh, stepped out of bounds an der 15. Das wären wir locker noch 10 Yards drin gewesen. Schade. Schade, 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 schade. Vierzig Yards sind geschafft. Das ist eine Distanz. Das ist kein Problem für Graham Gano. Challenge Flag, jawohl. Weiter geht's. Score 9 points in the first quarter. Get 2 plus tackles in the first quarter. Pass of 50 yards in 4 plays. Okay. Das ist keine kleine Distanz. Das ist eine sehr, sehr große Distanz tatsächlich. No kids left behind, ja. Das ist aber eine ordentliche Distanz, Freunde. Ja. Es waren nur 8 von Hunter Henry. Nein! Überwirf ihn halt, Mann! Das war die Chance. Das war die Chance. Wir haben noch einen Spielzug. Boah, der geht nicht gut. Der geht nicht gut. Oh, fast. 50 hat es nicht geschafft. Somit dürfen wir neu starten. Weil. Red. Hardy. Und lässt sich so leicht rausschlagen. Ja, manchmal gibt es ein paar Dinge, die verstehe ich bei unserem Team nicht. Das war eins davon. Das nennt man Pass Interference, was der zweite Spieler da macht. Da gibt es gar nichts zum Diskutieren. Oh, ihn wirft immer noch zu weit. Das ist... Junge. Was, Digga, wer bist du, Angelo Merte, Alter, wie du den Ball andrehst? Wahnsinn, hey. Sieben Yards. Sieben Yards hat der Krack geworfen.
schon wieder so. Spider-Man-Jubel auspacken, die drei. Ja, wenn ich so viel Platz hätte. Sorry. 8 Punkte. Chargers. Mit einem richtig guten Ruf. Mit einem richtig guten First Drive. Oh, bist du da weit in die Knie hin? Killt ihn doch einfach. Bei Thanos Schnipser. Hackfleisch. Wahnsinn. Schön durchlaufen lassen. So, 2 plus Tackles haben wir auch. Jetzt geht es nur, dass wir da noch ein paar Punkte machen. Aber ich will sie trotzdem aufhalten, die Panthers. Ja, lässt sie nicht fallen, weil wir zu sanft tackeln, anstatt dass wir einfach mal pam in den Spieler reingehen, sodass der nicht mehr weiß, wo links und rechts ist. Nee. Und wieder ist ja dieses Bin nicht so hart. Ich geh schon. Entschuldigung. Wollt ihr nicht wehtun? Ich spiel Flag Football. Ja, geht doch. Also nichts gegen Flag Football, um Himmels Willen. Coole Sportart, definitiv. Aber das ist halt hier leider nicht Flag Football. Genau, spring nach oben drauf, Flowers. Sehr schön. 4. und 26. So, Zeit anhalten. Return Middle. ...1:51 auf der Uhr. Im First Quarter. Deion Sanders. Leco mio. Das ist vielleicht der coolste Return ever. Das war, glaube ich, 97, 95 Yard Return mindestens. ...96 Yard Return. Da waren sie sich ganz sicher. Und Deion Sanders so, kein Problem, ich habe einen Weg und ich kann Slalom laufen. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Oder in Two and a Half Men, wo ein Willi ist, da ist auch ein Weg. So. Und das ist ein sehr cooles Foto. Im Schnee da. Das ist ein sehr cooles Foto. Von Robinson gleich. Achtung, nimmt den hier so schön weg. Und dann ist es nur noch der Panther selber und um den kann er selber rumlaufen. Perfekt. Finish Game. So, ein paar Challenges haben wir noch. Müssen wir schauen. Vielleicht kann das sein, dass ein paar noch übrig bleiben für Freitag. Dass wir die hier noch fertig machen können. Das wäre nice. Level 7. Simple Mystery Present. The second quarter.
5 Tackles im Second Quarter. Keine Punkte im Second Quarter. Oh, und keine 3 First Downs, okay. Das gegen die Dolphins ist eine nette Aufgabe. Ah, nicht diesen Drive, okay. Weiß den Quarter schon, aber nicht diesen Drive. Bei 5 Tackles. Oh, es ist ein Run Left. Oh, gut. Gut gemacht von, wie auch immer das war. Jalen Ramsey war das, glaube ich. Eieieiei. Oder war das Jalen Ramsey? Ich glaube nicht. Also ist so wurscht, aber das war, das war sehr gut. Okay. Backt sich da wieder durch. 3. und 1. Und da ist das First Down. Schade. 1 haben sie. Nee, aufhalten. 4 Tackles. Interception. Calvin Johnson. So schlecht. Ach so. Get 5 Tackles. Wir haben keine Punkte erlaubt. Challenge complete. Jawohl. Gut. Passt. Danke. Puh. Play next challenge. Nice. Nummer 8, 4 Tackles im zweiten Quarter und keine 20 Yards im zweiten Quarter, keine Punkte im zweiten Quarter und das gegen die Bills. Die Bills sind eine absolute Angstgegner von mir. Genau, die Bills haben die Rolle von den Packers eingenommen. Früher, wenn wir gegen Packers gespielt haben, ich habe mir in die Hosen geschissen, bevor wir gegen die gespielt haben. Ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Packers, die haben sich da so festgesetzt in meinem Hirn damals. Sobald ich Aaron Rodgers nur gesehen habe, habe ich schon Angst gehabt praktisch. Ja, wir haben ihn. Wir haben Josh Allen. Er ist schon mal down. Einmal ist er schon down. Zweimal nicht. Ah, aber das zweite Mal kriegt er den Ball nicht. Tackle hätte locker davor laufen können. Locker wäre es möglich gewesen. Barry Sanders. Das ist Bo Jackson. Oh, wow. Warning.
Zack. Touchdown ist da. So, jetzt haben sie noch 1,57. Das uns noch 20 Yards drücken. Na, machbar, klar, machbar ist es immer. Um Himmels Willen. Frage ist halt, wie nah sind wir an den Tackles dran? Zwei. Wir brauchen noch zwei. Von 20. Ja, dann brauchen sie trotzdem erstmal hier diesen Riesenpass. Lob. Das ist Eric Berry. Das ist ein Pick 6. Das ist die 14-7 Führung. Alter. Drei und 3 und 4 wollte ich schon sagen. Nee. 1 und 10. Under. Oh, der nächste Pick 6 ist es Reed. Oh, Josh Allen. Oh, Josh Allen. Und der geht daneben im Schnee. Genau, trifft den Kick nicht. Jupp. Das ist nicht das, was der Coach sehen will. Wow, das Tackling ist auch. Geh mal hier ein bisschen weiter nach hinten. So. Challenge Nummer 9. Don't allow any points in the second quarter. Get a sack in the second quarter. Don't allow 30 yards in the second quarter. Ich brauche unbedingt einen Sack. Okay. Gegen die Jets ist aber machbar eigentlich. Ja, Rodgers. Wenn da Gun Formation steht, wird es schwer. Wenn der Gun Formation steht, wird es schwer. Und Rodgers mit einem Rushing-Versuch. Man hackt es eigentlich. Wie geglitscht war der denn gerade? Zack. Das ist Trey Flowers. Ich darf keine Punkte im zweiten Quarter erlauben, okay? Ich glaube, den Rempler hättest du mal lieber nicht tun sollen gerade.
glaube, der Rempler war nicht gut, Aaron Rodgers. Ist nicht 5 Points. Oh. Na, Jabril Peppers, glaube ich. So, was war das Ding? Keine Punkte und keine 30 Yards. Okay. So, auf einem guten Weg zu. Keep the game running. First and goal. One try. Touchdown. Challenge complete. Eine haben wir noch. Zwei Touchdowns im zweiten Quarter. A Celebration Run. Oh Gott. Wisst ihr was? Die Folge hat schon 28 Minuten. Heben wir uns für Freitag auf. Dass wir am Freitag praktisch eine schöne, ein schönes Ende haben. Für die Woche mit Zero Chill. Dass jede Woche, dass jeder Tag was von Zero Chill hat. Genau, vor diesem Schneefaktor vor Weihnachten. Return to Challenges. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sag, so, wir kriegen jetzt erstmal die ganzen Rewards noch. Mystery Presents und so. Genau, sag, ciao mit V, bedanke mich fürs Zuschauen. Ja, und wir sehen uns sonst nächstes Mal wieder. Hier bei Madden NFL 24 Ultimate Team. Bis dann, Tschüssikowski.